Bin ich hier? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber da ist ein ICE und ich weiß nicht. Ja, Kamerasteuerung. Bewegen Sie den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Okay, machen wir. Tür hin. Dahin. Vertikale. No. So, dann. Geh, bevor wir da hingehen, gucke ich mal hier. Ach ja, stimmt, Leute, ihr seid ja auch noch da. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Trains in World. Und ja, das hier ist das Tutorial erstmal. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Ah, okay. Dies ist eine von vielen Streckenaufgaben, die entdeckt werden können. Halten Sie die Augen offen für viele weitere Streckenaufgaben, die platziert, aufgesammelt oder repariert werden können. Okay, mache ich. Gehen Sie in das Hauptgebäude, wo Sie die Einführung fortführen werden. Boah, Mann, ist das hier schön, Leute. Cool. Drücken Sie Dreieck, um zu sitzen, okay? Sie können Train Sim World jederzeit pausieren, um Ziele zu überprüfen und sich Informationen über alles, was gerade passiert, anzuschauen. Versuchen Sie es jetzt und kehren Sie dann zum Spiel zurück, nachdem Sie einen Blick darauf geworfen haben. Ah, habe ich gemacht, okay. Dann muss ich wieder sitzen? Nö, doch nicht. Jetzt, da Sie die Grundlagen des Umherbewegens und des Interagierens mit der Umwelt erlernt haben, lassen Sie uns durch das Gebäude gehen und die Züge finden. Ja, hier kann man sich halt nicht mehr hinsetzen. Also ich weiß nicht, wie scheiße das Spiel noch sein möchte. Ich habe dafür 21 Euro ausgegeben, ey. Ach, naja, egal. Dies ist der zentrale Platz. Von hier aus können Sie die Hallen und den Rangierbahnhof des Trainingszentrums erforschen. Okay. Wisst ihr, wer hier ist? Hier ist Lufthansa-Konzern gerade und nimmt seine Videos auf. Lufthansa-Konzern, geht's dir gut? Ah, der redet nicht, der dreht gerade ein Video da. Okay, dann störe ich dich nicht. Tschüss. So, ich gehe mal hier rein. Ah, dahin. Die Reise zum Bedienen von Zügen startet hier im Trainingszentrum. Vergessen Sie ICE. Nicht, dass Sie jederzeit vom Hauptmenü aus hierher kommen können, um Ihr Wissen aufzufrischen, wenn Sie unsicher sind. Ich weiß nicht mal, ob ich das machen darf. Oh, ich komme hier nicht mehr hoch. Egal. Okay. So, was ist das? Machen Sie mit anderen Ach so, Trainingsmodulen wieder hier im Trainingszentrum weiter Trainingsdienste. und wenn Sie bereit sind, nehmen Sie weitere Herausforderungen. Klettern Sie die Leiter hinauf in die Lokomotive und setzen Sie sich auf den Sitz. Okay, mach ich. Machen wir, Leute. Kann man die Tür irgendwie zumachen? Nein, okay. So, los geht's. Willkommen im wichtigsten Sitz des Zuges. Während Sie hier sitzen, haben Sie die vollständige Kontrolle. Aber bevor Sie den Zug in Bewegung setzen, schauen wir uns die Blickfeldanzeige an, die unten rechts aufgetaucht ist. Eine Blickfeldanzeige zeigt an, was der Zug macht. Okay. Der Hauptteil der Blickfeldanzeige ist die Geschwindigkeitsanzeige. Ein weißer Balken wird auftauchen und Ihnen die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen. Und die rote Markierung zeigt Ihnen die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit Okay. an. Dies ist die Richtungsschalteranzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Dies ist die Leistungsanzeige. Die Nummer zeigt Ihnen an, in welcher Position sich der Leistungsregler befindet. Dies sind die Bremsanzeigen. Diese unterscheiden sich je nach Zug und werden im Zug selbst oftmals mit Hilfe verschiedener Anzeigen dargestellt. Sie zeigen an, was sich im Bremssystem des Zuges abspielt. Die wichtigste Anzeige ist BC oder auch Bremszylinder. Wenn diese Anzeige 0 anzeigt, dann sind die Bremsen gelöst.
Jeder andere Wert zeigt an, dass die Bremsen angelegt sind und sie nicht losfahren können. Jeder Zug kann kleinere Unterschiede in der Blickfeldanzeige haben, die einzigartig sind in der Art und Weise, wie sie funktionieren, aber meistens werden sie gleich aussehen. Wenn Sie lernen, okay, neue Züge zu steuern, studieren Sie... Okay, jetzt geht's los, Leute. Auch wenn viele Züge unterschiedliche Steuerungen haben und in verschiedenen Arten bedient werden, so gibt es im Wesentlichen drei Steuerungen, die üblich sind und die benötigt werden, den Zug in Bewegung zu versetzen. Der Richtungssender gibt die Fahrtrichtung vor, entweder vorwärts oder rückwärts. Die Bremsen werden genutzt, um den Zug zu verlangsamen oder anzuhalten. Wow, das weiß ja wirklich keiner. Der Leistungsregler kontrolliert, wie schnell der Zug beschleunigt. Wir wollen den Zug vorwärts bewegen. Bewegen Sie den Richtungsschalter also in diese Richtung. Vorwärts. Lol, ich konnte das auch einfach mit der Pfeiltaste machen, aber egal. Wir müssen den Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremsen vollständig lösen. Jetzt, da die Bremsleitungsdruckanzeige 5 Bar anzeigt, werden die Bremsen vollständig gelöst. Okay. Schalten Sie etwas Leistung auf, um den Zug in Bewegung zu setzen. Während Sie Leistung aufschalten, werden Sie feststellen, dass sich die AMP-Leiste erhöht. Das ist die Menge an Leistung, die in die Fahrmotoren gebracht wird. Okay, erreichen Sie 25. Wir müssen den Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremsen vollständig lösen. Okay. Ja. Wie bremst man? Keine Ahnung, egal. Während der spezifische Betrieb der Bremsen sich von Zug zu Zug unterscheiden kann, gibt es dennoch einen grundsätzlich gleichbleibenden Prozess, wie man einen Zug anhält. Gut, das habe ich gerade gefragt. Perfektes Timing. Halten Sie den Zug an, indem Sie den Bremshebel in die Anwendenposition bringen, bis die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte des Führerstands 4 Bar anzeigt. Die Menge an Bremskraft, die Sie anwenden müssen, hängt zudem von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel wie schwer der Zug ist, ob Sie eine Steigung erklimmen oder ein Gefälle herunterfahren. Ah, werde ich das schaffen, Leute? Okay. Einen Zug anzuhalten ist die größte Herausforderung, besonders wenn er an dem richtigen Ort angehalten werden muss. Wie an einem Bahnsteig. Das beschließt dieses Modul. Starten Sie dieses Modul neu, wenn Sie die einzelnen Schritte wiederholen möchten, oder fahren Sie mit dem nächsten Modul fort. Aber innerhalb von Rangierbahnhöfen und Betriebswerken sind regelmäßigere und kleinere Bewegungen nötig. Dort sind ferngesteuerte Weichen unpraktisch. An diesen Orten werden die Weichen per Hand gestellt. Ach, das sind die Weichen da? Sie können die Weichen stellen, indem Sie dorthin gehen und mit ihnen interagieren. Oder indem Sie zur 2D-Karte wechseln und sie von dort aus stellen. Stellen Sie die Weiche zuerst per Hand. Gehen Sie rüber und stellen Sie sie, indem Sie den Hebel benutzen. Sehen Sie zu, wie sich die Weichenzunge bewegt. Bewegen Sie sie noch ein paar Mal, bis Sie sehen, wie sie funktioniert. Gehen Sie zum Zug und dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Okay, moin Meister, wie geht's dir so?
Ah, jetzt kann man die Tür schließen, okay. Einsteigen. Okay, was muss ich hier machen? Weichenhebel wieder einstellen. Den auch. Ihre Weichen sind Okay, korrekt das gestellt. war's. Setzen Sie den Zug in Bewegung und schauen Sie, ob es funktioniert. Wenn Sie nicht mehr wissen, wie man einen Zug in Bewegung setzt, können Sie das entsprechende Trainingsmodul wiederholen. Wir müssen den Ne. Bremshebel in der Lösenposition halten, Ja, um die das. Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Jetzt, da die Bremsleitungsdruckanzeige 5 Bar anzeigt, werden die Bremsen vollständig gelöst. Schauen Sie auf die Bremszylinder. Schalten Sie etwas Leistung auf, um den Zug in Bewegung zu setzen. Okay, so. Ich bin der Beste. Explodiert da was oder Wir was? müssen den Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremsen vollständig lösen. So haben wir geschafft. Halten Sie den Zug an, indem Sie den Bremshebel in die Anwendenposition bringen, bis die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte des Führerstands 4 Bar anzeigt. 4 Bar, okay. Hä? Um Bremskraft zu erhöhen. Ach so, okay. Egal. Also müssen wir doch so halten, okay. Geschafft. Das beschließt dieses Modul. Alle Weichen im Trainingszentrum sind manuell. Sie können also überall hin, indem Sie die Karte nutzen und die Weichen per Hand stellen. Ja, Wenn okay, Sie dann üben bin ich ja möchten, wechseln fertig. Sie zum Zu-Fuß-Erkunden-Modus im Trainingszentrum. Sie Ja. werden hier und dort Züge finden, mit denen Sie das Fahren üben können und die Sie im Rangierbahnhof umherbewegen können. Vergessen Sie nicht, dass Sie dieses Trainingsmodul wiederholen können, wenn Sie etwas nicht mehr wissen. So, Leute, damit sage ich auch, das war's mit diesem wundervollen Video. Wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder so. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.